Hallo ihr Lieben und willkommen zum Heilpflanzen A bis Z, heute zum Buchstaben O. Es geht heute um den Oregano. Der wurde früher auch Wohlgemut genannt, weil er wohl den Kummer wegzaubern kann, für neuen Lebensmut sorgen und uns wieder fröhlich machen kann. Heute weiß man, dass es auch ein natürliches Antibiotikum ist. Auf Lateinisch heißt der Oregano Origanum vulgare. Er wird auch Dost oder echter Dost genannt. Da er die Wildform darstellt, aus der der Majoran gezüchtet wurde, nennt man den Oregano auch wilder Majoran. Die beiden sollte man allerdings nicht verwechseln, die sind zwar verwandt, aber Majoran und Oregano haben unterschiedliche Inhaltsstoffe, schmecken unterschiedlich und der Majoran ist wie gesagt die kultivierte Form, die Zuchtform und meistens schafft es der Mensch da zwar für guten Ertrag zu sorgen, aber viele der richtig guten, gesunden Sachen haben wir meistens nicht mehr in den Lebensmitteln, die wir weiter gezüchtet haben. Bei den Griechen wurde der Oregano auch Schmuck der Berge genannt. In der Antike wurde er auch eingesetzt bei Schlangenbissen als Heilmittel, aber auch als Geburtsbeschleuniger wurde zum Oregano gegriffen. Und bei Hämorrhoiden wurde er damals auch eingesetzt. Heute weiß man da noch eine ganze Ecke mehr, wofür der Oregano uns hilfreich sein kann. Ein Warnhinweis möchte ich noch vorne wegschieben. Zum Beispiel in der Schwangerschaft und Stillzeit sind die Einnahmen von höheren Mengen Oregano nicht empfohlen. Ich möchte euch bitten, immer Selbstverantwortung zu übernehmen, wenn es Medikamente gibt, die ihr einnehmt oder es Vorerkrankungen gibt und da selber nochmal in die Recherche zu gehen, ob das wirklich in eurer Situation auch eine gute Idee ist, da jetzt zum Beispiel mit dem Oregano auch etwas zu behandeln. Wie viele andere wertvolle Aromakräuter hat auch der Oregano besonders viele ätherische Öle, die ihn so heilsam machen. Eines davon ist zum Beispiel das Thymol, das auch dem Thymian seinen Namen gegeben hat. Oregano enthält aber auch viele gute Gerbstoffe und Bitterstoffe und nicht zu unterschätzen ist auch sein hoher Anteil an Vitamin C. Früher wurde der Oregano auch genutzt zum Räuchern gegen Dämonen. Er wurde aber auch eingesetzt, um Hexen abzuwehren und den Teufel. Ich gehe davon aus, dass die richtigen Hexen auch damals schon wussten, dass im Oregano richtig viele Heilkräfte stecken. Die Römer haben als erste den Oregano im größeren Stile angebaut, allerdings dann nicht mehr für die medizinische Verwendung, sondern wegen seines sehr guten Geschmacks für die Küche. Oregano ist einer der Hauptbestandteile von italienischen Gewürz- und Kräutermischungen. Auf jeder Pizza, in jeder Pasta, im Gemüse, in den Salatdressings wird Oregano herauszuschmecken sein. Seinen Ursprung hat der Oregano vermutlich im Mittelmeerraum, aber heute ist er weltweit sehr verbreitet. Man kann den Oregano auf sehr viele Arten und Weisen anwenden. Natürlich kann man ihn einfach frisch essen, in die Küche integrieren. Man kann ihn natürlich auch trocknen als Gewürzkraut. Man kann den Oregano aber auch frisch oder getrocknet als Teekraut benutzen. Auch das Oreganoöl gibt es im Handel, zum Teil auch oft gemischt mit anderen ergänzenden Pflanzen für die äußerliche Anwendung. Oregano empfiehlt sich sogar als Badezusatz. Auch als Mundspülung kann er helfen. Und warum, das erfahrt ihr jetzt. Der Oregano wirkt antibakteriell, antiviral und sogar antifungal. Das heißt, gegen Bakterien, Viren und bei besonderen Pilzen kann der Oregano richtig gut eingesetzt werden. Er wirkt entzündungshemmend und schleimlösend. Deswegen eignet er sich unter anderem auch für eine Mundspülung, wenn man da Entzündung hat im Mund- oder Halsraum. Er wird aber auch eingesetzt bei Atemwegserkrankungen wie Erkältung oder Husten, Heiserkeit, auch bei Keuchhusten. Der Oregano wirkt außerdem verdauungsfördernd, so kann er bei Blähungen, Erbrechen oder Durchfall eingesetzt werden. Und er hat richtig wertvolle und viele Antioxidantien. Und diese haben in Studien sogar Wirkung gezeigt gegen multiresistente Krankenhauskeime wie Staphylokokken. Wegen dieser antioxidativen Wirkung ist es aber auch ganz interessant geworden für die Forschung, ob da vielleicht die Teilung von Krebszellen gehemmt werden könnte durch den Oregano. Das Oreganoöl, das diese besonders hochkonzentrierten und vielen heilwirksamen Inhaltsstoffe, die ätherischen Öle, enthält, das kann auch gemischt werden mit Kokosöl und hilft dann besonders gut bei Pilzerkrankungen. Dabei kann man den Oregano sowohl äußerlich als auch innerlich anwenden. Dieses Öl ist natürlich nicht wasserlöslich und sollte verdünnt werden. Man sollte das auch nicht pur benutzen, um sich die Haut einzureiben oder das einzunehmen, sondern dann besser in einer eher fettigen Substanz. Milch würde mir da jetzt zum Beispiel einfallen. Bei Atemwegserkrankungen kann man sogar mit dem Oregano inhalieren. Da empfiehlt es sich natürlich auch, wieder passende Kräuter mit beizumischen, wie zum Beispiel Thymian und Kamille.
Möchte man den Oregano bei Erkältungskrankheiten und Husten einsetzen, sollte man entweder einen Esslöffel getrocknetes Kraut benutzen für 250 Milliliter kochendes Wasser. Und wenn man frisches Kraut nimmt, sollte man in etwa 2 Esslöffel benutzen. Wenn man sich den Oregano sammeln möchte als Teekraut und als Gewürzkraut für den Vorrat, dann sollte man den tatsächlich in der Blüte sammeln. Da enthält er die meisten Inhaltsstoffe. Den Oregano kann man sich richtig gut selber anbauen, egal ob im Garten, im Balkonkasten oder auch im Topf. Er ist relativ pflegeleicht und übersteht auch mal ein paar trockene und heiße Tage. Das Einzige, was er nicht mag, ist, zu nass zu stehen. Also beim Oregano sollte man Staunässe vermeiden. Er kommt ja auch aus mediterranen Regionen, wo es eher heiß und trocken ist. Ja, ihr Lieben, der Oregano. Häufig essen wir den mit in den beliebten mediterranen Gewürzmischungen, in den Kräutern der Provence, auf unserer Pizza, in unserer Pasta. Aber was der Oregano doch alles auch bieten kann, ist doch überraschend. Ich hoffe, auch heute war wieder etwas Interessantes und Neues für euch dabei. Freut euch schon mal auf morgen, dann kommt eine Heilpflanze mit dem Buchstaben P. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis bald, ihr Lieben. Tschüss!